Roulette, Otter selten sie seltsam kennt sie Roulette Roulette, FR. Rädchen ist das am weitesten verbreitete Glücksspiel, das in Spielbanken angeboten wird. Das Roulette bezeichnet das Spiel, die Roulette bezeichnet die Roulette-Maschine. Die Erfindung des Roulette wird oft dem französischen Mathematiker Blaise Pascal zugeschrieben, dies beruht aber auf einem Missverständnis. Pascal war zwar einer der Pioniere der Wahrscheinlichkeitsrechnung und verfasste im Jahr 1658 seine Histoire de la Roulette und Suite de l'Histoire de la Roulette, doch handeln diese Schriften nicht vom Roulette-Spiel, sondern von der in Frankreich auch Roulette, genannten Cycloide. Als Ursprungsland wird häufig das Italien des 17. Jahrhunderts genannt, immerhin bezeichnet Meyers Konversationslexikon das große Roulette mit den 38 Zahlen 00, 0, 1 bis 36 noch um 1900 als italienisches Roulette, im Gegensatz zum kleinen oder deutschen Roulette, das so wie das Boule-Spiel nur 18 Fächer kennt. Die Wurzeln des Roulette sind wohl so wie diejenigen des Glücksrades im mittelalterlichen Rad der Fortuna zu suchen. Das Roulette kam im Laufe des 18. Jahrhunderts nach Frankreich, wo es Ludwig der 15. vergeblich zu verbieten versuchte. Napoleon Bonaparte erlaubte 1806 das Glücksspiel nur mehr in den Spielhäusern des Pariser Palais Royal, wo bis zur Schließung durch Louis Philippe Ende 1837 neben Faro und Rouge et Noir bzw. Trente et Quarante auch Roulette gespielt wurde. Die Zeit nach 1837 war die große Zeit der Spielbanken von Baden-Baden, Bad Homburg und Wiesbaden, wo Fjodor Michailowitsch Dostojewski das Roulette kennenlernte und diesem Spiel verfiel, aus diesem Erlebnis entstand der Roman Der Spieler. Um das Spiel in Bad Homburg attraktiver zu gestalten und dem Casino einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Spielbanken zu verschaffen, verzichtete Francis Blanc im Jahre 1841 auf das Double Zero und verringerte damit den Vorteil der Spielbank gegenüber den Pointeuren, worauf sehr bald die anderen Casinobetreiber dem Beispiel Blancs folgten. In den USA ist jedoch noch heute die Doppel-Null gebräuchlich. Nach der Reichsgründung mussten mit Jahresende 1872 alle deutschen Spielbanken schließen, sie wurden erst 1933 unter den Nationalsozialisten wieder eröffnet. Das Glücksspielverbot in Frankreich und Deutschland kam vor allem dem Fürstentum Monaco zugute. Francis Blanc nützte diese Gelegenheit und führte die Spielbank von Monte Carlo zu ihrer Blütezeit. Heute wird Roulette in Spielbanken in aller Welt nach nahezu identischen Regeln gespielt, die Unterschiede, gibt es ein Double Zero oder nicht, was passiert, wenn die Kugel auf Zero fällt, sind für den Spieler allerdings sehr wesentlich. Das französische Roulette bearbeiten der Spieltisch bearbeiten französisches Roulette wird klassisch an Doppeltischen gespielt, in der Mitte eines langen mit grünem Tuch, Tapis, bespannten Tisches ist der Roulette-Kessel, Zylindre, in einer Vertiefung eingelassen, links und rechts davon befinden sich die Einsatzfelder, Tableau. Jeder Tisch wird von 8 Angestellten des Casinos betreut, der Zylinder befindet sich in der Mitte von 4 Croupiers, an den beiden Kopfenden sitzt jeweils ein weiterer Croupier und für jede Tischhälfte ist ein eigener Chef de Table zuständig. Heute wird jedoch vorwiegend an Einfachtischen gespielt, die von 4 Croupiers betreut werden, der Roulette-Kessel befindet sich an einem Tisch und es gibt nur ein Tableau, das sich in der Mitte des Tisches befindet. Die Roulette-Maschine, Kessel, besteht aus einer in eine Schüssel eingelassenen, drehbaren Scheibe mit 36 abwechselnd roten und schwarzen Nummernfächern, sowie einem 37. grün gekennzeichneten Fach für die Null. Die Roulette-Schüssel oder Kuvette wurde früher aus Ebenholz gefertigt, heute werden jedoch auch vielfach Kunststoffe verwendet. Mithilfe einer, früher aus Elfenbein gefertigten, Kugel wird die Gewinnzahl ermittelt. Der Spielablauf bearbeiten Ziel ist es, in jedem einzelnen Spiel, Q, im Vorhinein zu erraten, auf welche Zahl die Kugel fallen wird. Mit der Aufforderung, Fightes Fossilux, machen Sie Ihr Spiel, Engel. Make your bets, bittet der Croupier die Spieler um ihre Einsätze. Diese werden mit Jetons geleistet.
Entweder legt der Spieler selbst seine Jetons auf das Tableau oder er bittet den Croupier, dies für ihn zu tun und nennt, annonciert, die Zahl oder Zahlengruppe, auf die er setzen möchte. Die Einsätze müssen zumindest das an jedem Tisch angegebene Minimum betragen und dürfen das je nach Wettart unterschiedliche Maximum nicht überschreiten. Sind die Einsätze getätigt, setzt der Croupier die Roulette-Scheibe in Bewegung und wirft die Kugel gegen die Drehrichtung in den Zylinder. Nach der Ansage, Rien ne va plus, nichts geht mehr, Engel, no more bets, darf nicht mehr gesetzt werden. Sobald die Kugel in einem Nummernfach liegen bleibt, sagt der Croupier die Gewinnzahl, deren Farbe und die weiteren gewinnenden einfachen Chancen, siehe unten, laut an, und zeigt mit seinem Rechen, Ratto, auf die Gewinnzahl. Zunächst werden die verlierenden Einsätze, die sogenannte Masse, eingezogen, sodann werden alle Chancen, die mit der Gewinnzahl zusammenhängen, ausbezahlt. Die Wettmöglichkeiten bearbeiten einfache Chancen bearbeiten die beliebteste Wettart beim Roulette sind die Wetten auf die einfachen Chancen. Die Nummern 1 bis 36 sind auf drei verschiedene Arten in Zahlengruppen zu je 18 Nummern eingeteilt, diese sind, mittlerer Punkt Rouge, Rot, Engel, Red und neuer, Schwarz, Engel, Black, mittlerer Punkt Pair, gerade, Engel, Even und Empire, ungerade, Engel, J, sowie mittlerer Punkt Mank, niedrig, Engel 1 bis 18, und Passe, hoch, Engel 19 bis 36. Im glücklichen Fall erhält man einen 1:1 Gewinn ausbezahlt, mehrfache Chancen bearbeiten mittlerer Punkt Plein, Engel, Full Number, man setzt auf eine der 37 Zahlen, die Auszahlungsquote beträgt 35. Erster mittlerer Punkt Jeval, Engel. Split, man setzt auf zwei auf dem Tableau benachbarte Zahlen, Z. B0-2 oder 13-14 oder 27-30, die Auszahlungsquote beträgt 17. Erster mittlerer Punkt Transversale Pleine, Engel. Street, man setzt auf die drei Zahlen einer Querreihe des Tableaus, also Z. B19, 20 und 21, die Auszahlungsquote beträgt 11. Erster tätigt man den Einsatz nicht selbst und bittet den Croupier, die Jetons zu platzieren, so nennt man bei einer Wette auf eine Zahlengruppe immer die niedrigste und die höchste Nummer. In diesem Beispiel also, Transversale 19 bis 21 mittlerer Punkt Les Trois Premiers, Engel, First Three. Man wettet auf die ersten drei Nummern, DH auf 0, 1 und 2, die Auszahlungsquote beträgt wie bei der Transversale Pleine 11. Erster mittlerer Punkt Karre, Engel, Corner, man setzt auf 4 auf dem Tableau angrenzende Nummern, Z, B23-24-26-27. Die entsprechende Annonce lautet, Karre 23 bis 27, die Auszahlungsquote beträgt 8. Erster mittlerer Punkt Les Quatre Premiers, Engel. First Four, man setzt auf die ersten vier Zahlen, DH auf 0, 1, 2 und dritter die Auszahlungsquote beträgt wie beim Karre 8. Erster mittlerer Punkt Transversale Simple, Engel. Sixline, man setzt auf die sechs Zahlen zweier aufeinanderfolgender Querreihen des Tableaus, Z, B auf die Zahlen 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Die entsprechende Annonce lautet, Transversale 4 bis 9, die Auszahlungsquote beträgt 5. Erster mittlerer Punkt Dutzines, Engel, Dutzens, die Zahlen 1.